Hallo und willkommen zurück zu Wasteland 3. So, was wollten wir eigentlich machen? Wir wollten, genau, hier ohne. Mit denen wollten wir doch Holla Ranger, La Perla. Na gut, was hast du zu sagen? Ja, eine Königin. Gangharter Kerl. Peace, Strangers. We all know both sides are armed and lethal, so why don't we just skip the posturing and get to business, huh? Okay, zumindest ist es direkt. A girl I own ran away recently, and it's harder than expected to track her down. She seems to sense us when we get too close. Ein Mädchen in meinem Besitz? Hä? On the other hand, she'd never suspect. Hell with your reputation for rescuing little lost lambs. She might even seek you out. Was? So, mir soll jetzt Sklave bei der Händler zurückbringen, hä? That bothers you? You find it unethical? You kill crazy corpse robbing tyrant funded gun jockeys are offended at how I make my living? Sorry, compadres. This is the end times. Nothing but us devils left. Wer bist du? I'm La Perla. And these are my boys. Okay, ich hab schon gedacht, das kommt irgendwie ein komischer Name. Was haben wir denn davon? What are you doing? Why are we even talking to this slaver? Das freue ich mich eigentlich an. Take it easy, farm girl. Leave matters of business to the adults, huh? You know the sealed rooms in your base? Oh? Bet you're curious what's inside them. Ja. Bueno, I'll tell you for free. It's old world tech. The kind people waged wars for. And I know the codes. Ooh. In the name of good faith, I'll give you one now. Okay. 900-909-3500. Test if you like. I'll wait. Okay. You'll get the second code. The one that gets you into the room with the even better goodies. When you bring me my lost little lamb. Boah, das ist jetzt aber... Das ist aber fies. Used to stay here all the time before we moved east. Had plenty of time to explore all its nooks and crannies. Hey, don't worry. No hard feelings about you taking it over. We like our new home on the plains. Those warlords have a lot of money to spend. Okay. Nelly? No. Hallie, I think. Anyway, her new owner will rename her. What's important is her description. Okay. Early 20s, blonde, shapely, skin like a princess. You'll know her when you see her, I promise you. She'll make your little hearts go pitter-pat. Okay. You'll get the second code. The one that gets you into the room with the even better goodies. Wow. Wir prüfen das erstmal. Not a problem. Come see me when you've kitted yourselves out in your fancy new gear. Wow. Also, puh. Wir gucken sie erstmal, ob das stimmt. Aber jemand bei die Sklavenhändler zurückbringe, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So tief. Was bist denn du? So tief wollt man eigentlich nicht sinken. Okay. Yes, Rangers. I'm so glad you're back. My wife and I need help. Raiders strap bombs to us with some kind of proximity trigger. If we get near each other, they'll blow up. Okay. Our friends died and no one else will come. Most people are afraid of bombs, but not you, right? Wir können das eventuell entschärfen, denke ich. I think she's over by the big entrance. I'm not sure because
We know if we get too close to each other, we'll be turned into wall smears. I miss her a lot. I don't know. Some psychos jumped our group and knocked us out. We all woke up with bombs strapped on. Das hört sich irgendwie wie eine Story vom schlechten Film an. Gibt bestimmt auch so eine, oder? Those lunatics were laughing when they told us how the bombs worked and let us go. My friends didn't believe them. There were parts of them everywhere. Irgendwie so ein bisschen wie Speed, nur anders. Gucken wir mal. Wait, there's a special trigger. You have to disarm both bombs at the same time or they'll explode. Same if we get too close. Please, send people to my wife so you can disarm them at the same time. Okay. Wahrnehmung 4. Bevor er zurücklag, könntest du einen Blick auf die Bombe werfen. Es scheint so, als ob die Bombe aus Papierrohren besteht, die rot angesprüht mit einem Handfunkgerät mit normaler Schnur verbunden sind. Okay. Thanks, Rangers. We thought we were dead for sure. Aha. Hat die einfach nur an die Dinge verarscht und der weiß es nicht oder was? Wo? Da? Du! Isabel Red. Ja. Psychopaths tied bombs to us. But if we get near each other, they'll explode. No one else will come. They're afraid of getting blown up. These have to be disarmed within a few seconds of each other, or they both blow up. I think he's by the garage. I'm not exactly sure where, because we're afraid to get any closer. That would trigger the bombs. I think he's okay for now. Please, you have to save us both. Okay. Das wissen wir ja schon, aber vielleicht sah die was anderes aus. They jumped us while we were looking for supplies with our friends. Their faces. Their bombs blew up when they got too close. I'll never forget the shock as they went to pieces. That can't happen to me and my husband. It just can't. Du guck mal, Mama. No! The failsafe! You have to disarm both bombs at the same time, or they'll explode! Send someone over to my husband, please! Gucke. Ein kurzer Blick auf die Bombe und feststellen, dass es sich hauptsächlich um Klebeband und rote Sprühfarbe handelt. Wenn sich darunter tatsächlich Sprengstoff befindet, wird die angebrachte dünne Schnur ihn sicher nicht zur Explosion bringen. Okay. Ja, und wie soll ich das jetzt machen? Wer hat denn bei mir nochmal? Wer kann denn das? Ich kann doch nur ändern. Nerdkram hat sie. Er hat hinterhältiger Scheiß. Sprengstoffe. Puh. Also du kannst bei Anna gehen und vielleicht du? Tja. Dann Nerdkram. So, ihr zwei gehen dann halt immer. Gehen ja da runter. Wo ist denn der? Keine Ahnung, was das wäre soll. Hier unten, oder? Was? Was zur Hölle? Hä? Alter, was? Ich glaube, ich fliehe. Die haben es verarscht. Was zur Hölle, ey? Hä?
Oh, Captain. Ich fand die warm. Es geht ja nicht. Alter. Wo ist denn der Horst hier? Zack, Hudung. Ende 80. 2 AP. Ich kann aber nur 7, ist zu wenig. Er hat 0 EP, das ist gar nicht gut. Du bist das. So, das erste müssen wir mal, glaube ich, das Ding da. Warte mal, das ist doch ein Roboter. Okay, warte mal, dann hol du mal deine Zeit mit. Warte mal, oh, das ist doch... Ja. Naja, immerhin. Kopf, genau. Der dumme Kopf, ey. Dich kannst du verarschen. Ende 40% ist nicht so hoch. Ende 30, das stinkt ja nur noch. Und wenn man... Gehen wir hier hin. Deckung. Punkte nehmen wir mal mit. Eieiei, der ist betäubt. Das ist schon mal gar nicht gut. Gut, der kommt näher. Oh, Alter, was? Sehr schön. Gut, dass die Hilfe. Fehlschlag. Ja. So, warte mal. Vor uns wird es morgen die Zeit hier Matchspritze zu nehmen und dann. Oh, 120%. Zack. Dumme Kopf drauf gehauen. Ende 70%, das ist doch ganz okay. Ende 80. Ja, das ist gut. Nehmen wir mal mit. Außer Reichweite, verdammte Axt. Dann kommen wir näher. Die andere schießt doch Kinder auch, ich muss Hilfe. 67, weil wir da können. Warte mal. Hast du. Kann man dir. Hast du. Was hast du denn immer vor? Verursacht beschädigte Rüstung. Ja, das ist doch gut. Macht aber nicht viel. Wow. Okay, gut, er hat seine aber auch noch angesteckt, seine Kollegin. Ach du.
Genau, du nimm dir das mal richtig stellen. Geht hier so nicht. So, das ist schon mal gut, was die gemacht haben. Ja, sehr schön. Ja, ja. Ach, das beschädigte Rüstung. Oh, ne? Beschädigte Rüstung hat gut was geprungen, finde ich. Ach so, machen wir mal noch nicht, weil dann treffen wir unsere Katzen. Das wollen wir nicht. Und nochmal. Zack. %57. Yes. Eieieiei. Das war übel. Das haben wir, können wir gleich bei der Doc gehen. Also das da war... Da hätte ich ja nicht mitgerechnet. Muss ich ehrlich sagen. Das kam extrem unerwartet. Scheuerlappen. Taktische Panzerung. Die müssen wir mal gucken. Elektrokeule, stumpfe Waffe. Oh. Ich sehe hier Möglichkeiten. Bist du noch fit? Du bist noch fit. So, aber zuerst muss ich Level aufstiege. Machen wir es erstmal das. So, verbleibende Punkte. Machen wir hier auf Intelligenz 1. Dann sind wir hier auch voll. 6 Punkte. Nerdkram. Ajo. Wechseln wir mal aus. Der Herr Kwon. Wir können die jetzt hinterhältiger Scheiß oder Arschkriecher. Ich könnte das da. Das ist aber schon relativ hoch, das da. Wir könnte das hier machen. Die da heben wir uns auf. Komm, gehen wir auf Intelligenz, würde ich sagen. Achso, du hast nur Fertigkeitspunkte. Nee, genau, das da wollte man uns hier noch sparen, Versprengstoffe oder so. Genau. Genau, du hast auch, die wollte man uns auch sparen. Sehr gut. Okay, Panzerung. Oder irgendwas. Panzerung, haben wir doch was gesammelt. Zweimal. Die Radik-Panzerung haben wir auch noch. Plus 6. Was sagt denn unser vollgepanzerter Mensch hier? Nee. Der hat 8 Panzerungen, genau. Das ist Nummer 6. Wir haben momentan einen 9er. Okay. Was hast du? 4. Dann kannst du doch eventuell. Das ist besser. Was hast denn du? Radik mit 6. Das ist auch Radik mit 6. Du brauchst das nicht. Also du könntest das da noch tatsächlich mal anziehen. Hat plus 5. Das ist auch plus 5. Und du hast plus 4. Ziehst du das an. Aber hier hätte man noch 6er Panzerung. Was du hast, was besseres? 9. Du kannst das auch nicht anziehen. Nee. 6. Okay, du hast das schon. Okay. Das ist relativ okay. Dann Waffen. So. Wir haben hier, nee, das ist der Crossbow. Den haben wir ja schon. Oder? Dann hast du doch. Ne, stimmt, das haben wir umgerüstet. Okay. Pulspistole. Was ist das? Wenn doch hier was aufgesammelt. Ostbrandrevolver. Ach, das wollte man ja doch hier nochmal ausrüsten.
Das ist das Problem, das braucht halt Energiezelle und die sind halt so dire. Laserpistole. Macht die besser. Scheuerlappen. Ich glaube, das Dorne können wir da mal, wenn wir deine Scheuerlappen hier haben. Bis 29, bis 43, dann können wir den da mal wegmachen. Hier, guck mal, da machen wir das, da brauchen wir eigentlich nicht. Die können wir auch zerlegen. Das hier. Das war schon du. Okay. Ach, wir haben momentan eine Klingenwaffe. Okay. Der hat 69 Base, schade. Das ist schon mal. Also auf 69, das ist schon mal gut. War mal Grundchance auf Treffer. Ist hier aber so hoch, die ist hier niedriger. Durchschlag 99. Wow. Alter, mit dem Durchschlag sollte man das, glaube ich, nehmen. Ach nee, ach guck mal, das ist effektiv G-Roboter, Fahrzeuge und Sims-Dinger. Ah. Okay, die wollen wir mal behalten. Würde ich sagen. Ja, die behalten wir auf jeden Fall mal. Das können wir mal wegmachen. Brauche ich auch nur. Ja, lassen wir mal. Interessant, interessant. So, interessant. So, warte mal. Jetzt mehrere Dinge. Mehrere Dinge. Bei der Doc. Sure, the marshals are going to make the Reed kid have an accident in his cell. Since he helped the Dorseys get into the city, that's all right by me. What do you need, Rangers? That's what you pay me for. Have a seat. So, der fliegt ins Kostenlose, sammelt doch schon mal gut. If it ain't cut, don't stitch it. Was mich jetzt nochmal interessieren wird, der wollte uns doch klonen. Sollen wir das einfach mal probieren, was passiert? Oder geht das überhaupt noch? Ich habe gehört, dass Synth hiding. Ich always think of Synth's family somehow, since Dr. Finster was half Synth. Okay. Sollen wir das mal machen? What? Is that a good idea? Das will ich jetzt auch trotzdem mal wissen. Yes, theoretically, I can have the machine. Take your genetic material and run the process, no guarantee what comes out the other end. I did make a few tweaks to the process, though, so whatever it is, it probably won't be so angry. Probably. Das hoffe ich, sonst schmeiß ich dir den Kopf runter. You're seriously gonna go through with this? Yeah. Okay, well, how exciting! But before we start, one tiny caveat. The process requires special genetic material, and I've only got enough for one clone. So, if anything happens to our new friend, try to recover its remains, so we can reuse them. Okay, now, das ist interessant zu wissen. Put your palm on the machine right here. Fühlt ihr einen kleinen Nadelstich? Werft, zeigt euch eine rosa pulsierende ananasgroße Schleimkugel und wirft sie dann die Luke seitlich in der Maschine. Oh. Rasselt, wir fangen die Luft, die aus einem mit Pudding gefüllten Ballon strömt. Okay. Man sieht durch den Raum halt ein Geräusch, wie wenn ein nasser Lappen aufschlägt. Was? Das Ding ist so Nemo dicht. Oh Gott. Oh Gott, was haben wir gemacht? Boah, der Dollar 5 kleine Amoken killt uns. Gelben Platschen schießt ein Schleimstrahl mit Hochdruck aus den Rissen die Chases. Grauhäutigen, haarlosen und schleimbedeckten Klonen. Okay. Hey, this one can talk. Oh Gott. Okay. Was machst du? Oh Gott, was haben wir gemacht? Ist das da, was die Tussi mint? Wie ist
Hier spielt jetzt mit oder? Der geht mit. Ohoho. Der geht mit. Geil. 360 Energie hat er. Nicht schlecht. Schloss knacken. Hä? Aber. Nur mit Hilfe des Ziffernblocks. Achso, das hat er mal gar nicht angezeigt. Ah, okay. Oh. Oh. Oh, die Katze, wie sie neugierig ist. Waffenkiste. PDA nutzen. Nerdkram plus 1. Oh. Panzerrüstung. Level 15. Panzerung plus 9. Oh ja. Oh ja. Was war denn da? Gucken wir mal. Oh, das ist sogar besser. 10. Panzerung ist gleich. Da ist das besser, was machen. Oh, aber Widerstand gegen kritische Treffer, aber das macht mehr. Das ist Nerdkram. Wir hatten Nerdkram. Du hast Nerdkram, oder? Ja, aber das bringt mal nichts. Du hast schon was ausgerüstet. Was ist denn nun mal bei dir? Kritische Chance. Ah, das können wir eventuell ausrüsten, wenn man es brauche. So, warte mal, fällt dich noch was ab? Was haben wir da? Irgendwo ein Panzer. Panzerbeine, Hose. 6 Stärke hast du nicht. Hast du das? Hast du? Ja, gerne. Ist das Deutsch besser? Ja, nee, lass das besser ausmachen. Ey, sehr schön. Das hat sich schon mal gelohnt. Geil. Also hat's okay Scheiße gelabert. Moment, können wir hier was machen? Nee. Schade. Die Nummer müssen wir irgendwie anderweitig rausfinden. Na, hallo? Mitkommen. Oh, der Dorf folgt uns jetzt. Hallo? Rasselbande hierher. So, warte mal, wir könnten noch was anderes gucken. Wir haben doch noch einer mitgebrungen. Oder? Du, mehr noch hier Koch, oder? Nice place they got here. Was ist denn das für einer? Yeah. I think somebody pissed on the floor right here. What kind of disgusting animal is this? Du sprichst mit dem Du. Was ist das für einer? People fight when they get hungry. We just need a little more food to keep the refugees and everyone in HQ calm. No, not at all. There are so many wonderful people here who truly appreciate my cooking. And actually chew before swallowing. There are a lot of people saying good things about the Rangers, but especially about November. Whatever you're doing, keep doing it. Okay, ja, der scheint echt in Ordnung zu sein, der da. Only the best ingredients for my Rangers. It's hard to bring Colorado together with a stomach full of bitter rations. Okay, gut, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Sehr schön. Was bist denn du vor, Kollege? Was? Who's that? Oh. Oh. Rangers? What are you doing here? I heard you was off in Colorado or somewhere. Welcome back. Wir sind hier. This calls for a drink. Cheers. Ach du Scheiße, ey. Das ist ein ganz harter Alkoholiker. Is that you, Rangers? Boy, I ain't seen you in a donkey's age. This calls for a drink. Cheers. Hey, who
drank my squeezins. What kind of a place is this? Der ist stramm. What do you know? I ain't had a liver for years. Sie hat wahrscheinlich schon Selbstmord gemacht. Wir sind nicht wieder aus Colorado zurück, wir sind immer noch in Colorado. You're drunk. Ja, bestimmt. If we was in Colorado, there'd be snow all over the place and you'd all be wearing parkas. You gotta cut back on the squeezes. Ja, ja, bestimmt. Come on, Rangers! You know me, it's Scotchmo, your pal! I fought Cochise with you! I helped you beat all them damn robots! Okay. You can't fool me with that stuff. I know who you are. What do you mean, how did I get here? I've been here the whole time. How did you get here? You got a screw loose. Bestimmt. Ja, dann trink halt danach. Well, don't mind if I do. Cheers! But I ain't here to drink, nah. I'm here to sign up. Was? I'm gonna be a ranger again, just like before. Ach du Scheiße. I know you rangers been going through hard times, so... I'm doing my patriotic duty and offering my services as a tired and true veteran. What do you say? Ja, ja. Hot diggity! Give me a gun and point me at the bad guys. I'm. Ready? Lead on, Rangers! Oh Gott! Scotchmo, was bist denn du für einer? Straßenschildspalter. Klingenwaffe. Handfeuerwaffen, hinterhältiger Scheiß, Schlosserknacken. Handfeuerwaffen, sie hat Waffenmodifizierungen überleben. Was hast du? Hinterhältiger Scheiß und Schlosserknacken. Hinterhältiger Scheiß? Wer hat Arschkriege? Schlosserknacken hast du. Ach, sorry, Sotschmo. Mich ist gut, dass wir da jemanden die Hinterhand haben, aber ich höre das Team hier immer so los. Geil. ja, das ist ein Gefängnis. Wahrscheinlich nicht. Gucke. Verrückt. Einfach nur verrückt. Even damn good to us, Rangers. No matter what happens, my people and I will stick by you. Das hoffe ich doch. Careful out there. It's an uncaring world. Sehr schön. So krank. Aber hier ist immer noch Raum frei. Sollte man hier nicht mal dann die Anna Tussi da holen? Mir hatte doch Annie, die wollte sich uns anschließen, oder? Oder? Nee, mir hätte die Option gehabt. Irgendwo in Colorado Springs, oder? Wow, so viel zu tun und... So haben wir ja schon, genau, das war die Type. Haben wir schwarze Munition aus, schaut auch gut aus. Okay, das war jetzt eigentlich mehr als ich erwartet habe, dass hier passiert. Was ist denn unser Level eigentlich? Oh, wir sind schon Level 10. Wir haben aber hier noch einiges zu tun. Ach, ich habe keine Ahnung, was ist das da? Sklavenkopfgeld. Händler des Todes. Ah, stimmt, das war das von der Angela Death, das Ding.
das war was anderes. Sehr feindliche Übernahme. Boah, welcher was war das so? Auf Geld. Das genau. Das da machen wir sie eh schon mal. Das würde ich nämlich gerne. Da würde ich nämlich gerne mal hin. Und dann können wir noch deine Mechaniker im Dings ansprechen. Das wäre so der. Das wäre so der nächste Plan. Hallo? Alle kommen, nicht nur die Kuhn. Ja, richtig. Aber was wollte ich machen? So, geil. Was haben wir denn eine Provost dabei, wo ich überhaupt keinen Plan habe, was mit dem ist? Er hilft uns einfach. Was cool ist, müssen wir mal klonen. Da bin ich immer gespannt. Genau. Und hier machen wir dann einen kleinen Cut und dann gucken wir uns nochmal. Wir gehen es erstens bizarr, machen. Haut einen Typ an. Und dann gucken wir mit den Filmrollen, dass wir das erledigt kriegen. Jo. Das wäre die Pläne fürs nächste Mal und bis dahin dann. Bye bye.